Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo, wir wollten fragen, ob Sie noch irgendwo ein Zimmer für uns frei haben. Alle Zimmer in den 1 bis 5 Sterne Hotels sind bereits ausgebucht. Ja, ich hätte allerdings noch eine 0 Sterne Unterkunft. Wäre das in Ordnung? Ja, ich denke schon. Wo ist die? Sieh mal, die ist da hinten. Faule Wäsche. Was bitte? Faule Wäsche. Das WLAN-Passwort. Hey, guck dir das mal an. Das ist doch super. Ich guck gleich mal auf eBay, ob wir irgendwo einen Kinderwagen finden. Die Unterkunft war, obwohl sie 0 Sterne hatte, dennoch gut. Und Maria gebar ihren ersten Sohn. Irgendwo in der Nähe von Bethlehem, da waren zwei Hirten unterwegs, die ihre Schafe hüteten. Sie plauderten ganz normal über ihren Alltag. Doch dann passierte etwas. Ey, hast du auch den Witz schon gehört? Was ist das? Was ist das? Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, denn heute ist euch in Davids Stadt der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Halleluja, geht hin und sucht nach dem Kindlein. Der Engel lobte weiter Gott und verschwand. Die Hirten unterhielten sich. Okay, was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, da gehen wir hin, oder? Guck mal, da ist dieser Stall. Ich glaube, da drin ist dieses Kind. Lass mal gucken. Oh Mann. Das ist echt eng. Ach. Naja. Wow. Er ist es, der Heiland. Wow. So ein Wunderwerk. Komm, lass nach Hause gehen. Auch die drei Könige erfuhren von dem Kind, weil sie einen Stern gesehen hatten, der ihnen gesagt hat, dass ein neuer König geboren wurde. Sie trafen alle nacheinander mit ihren Autos ein, um das Kind zu segnen und ihm Gaben zu bringen. Sie stiegen alle aus und gingen rein. Sie alle bestaunten das Kind und den Heiland. Und sie gaben ihm drei wertvolle Gaben. Sie gaben ihm Gold, Myrrhe und eine Solarplatte für unbegrenzten Strom. Die drei Könige bewunderten das Kind weiter. Und sie wussten, dass ihr Retter geboren war. Hallo, die Putzfrau kommt. Hallo, ich muss hier putzen. Hallo. Langweiliger Arbeitstag.